Ach Mensch, Leute, was ist uns denn da im letzten Part passiert? Wir sind abgestürzt mit dem Cooper-Chat, der ist in tausend Trümmer zerschellt und Maren und Lüche sind jetzt an der bodenländischen Grenze abgestürzt, mittlerweile auf dem Sternschnuppenfeld, aber ihnen geht's eigentlich vergleichsweise gut, im Gegensatz zu Bowser, der steckt nämlich hier in dieser Kanone fest. Und was ein bisschen fies ist, wir kriegen ihn da nicht so einfach raus, denn hier drüben ist Stella. Ja, ihr habt im Moment genau 0 Münzen. Was? Das sind noch lange nicht 100 Münzen. Ja, diese dicke, fette Stella will nämlich 100 Münzen von uns. Wir hatten zwar schon 100, aber die sind hier im Bohnenland einfach mal nicht so viel wert. Gerade mal 10 Bohnentaler haben wir für die 100 Münzen bekommen, also beim Umrechnen. Und deswegen müssen wir jetzt 100 neue Münzen. 100 Bohnentaler müssen wir jetzt sammeln. Ist das nicht fies? Ha, naja. Bleibt mir nichts anderes übrig, als hier jetzt einige Gegner zu vermöbeln, weil die geben mir ja Geld. Oder ich finde Münzen halt in irgendwelchen Blöcken. Im Moment gibt es halt hier nur relativ schwache Gegner. Diese komischen Fliegmut-Typis. Aber ich muss es auch positiv sehen, die geben ja nicht nur Münzen, sondern auch Erfahrungspunkte. Wenn auch nur 2. Aber das hat gereicht, dass Mario ein neues Level-Up macht. Level 3. So. Nochmal den KP-Bonus oder... Nee, komm, ich mach mal Angriff. Ja, Angriff plus 3. Sehr schön. Oh yeah! Angriff ist auch immer sehr wichtig, dann kann ich die Gegner schneller besiegen. Ah, seht ihr, hier sind schon mal schöne Münzen drin. Ja, super. Ah, verdammt, wir kommen hier nicht hoch. Wir kommen hier nicht nach oben. Ah, Moment, hier so ein Brüderblock wieder. Wenn wir schön abwechselnd rumjumpen, dann kriegen wir auch schön viel Geld. Ja, super. Der Mond sieht auch sehr komisch aus, der hat voll das Grinsegesicht. Ah, noch ein Pilz und Attacke, wollte ich gerade sagen. Mann, wieso bist du nicht draufgesprungen, Mario? Warum nicht? Du sollst doch einen Erstangriff machen. Oh, na bitte jetzt. Mache ich den Gegner pro Treffer schon 3 Schaden mit Mario. Statt nur 2, wie jetzt in dem Fall noch Luigi. So, kriegt er jetzt auch schon Level Up? Nee, leider noch nicht, ne? Reicht noch nicht ganz. Es ist ein bisschen eigenartig. Luigi braucht halt mehr Erfahrungspunkte als Mario, um im Level aufzusteigen, aber what soll's. Ah, immer noch nicht. Das gibt's doch nicht. Aber der nächste Gegner müsste Luigi dann zum Level-Up verhelfen. Wenn hier noch irgendwo welche sind und... Was zum... Pedalblock. Bestimmt mit Hilfe vom Steuerkreuz links rechts auf dem die Richtung. Dann A, B, A, B, A, B, A, B. Okay. Ja, das ist dann für später. Jetzt gehen wir erstmal hier lang. Ah, noch ein Sirup. Sternschnuppen... Areal 51. Na klar, für diese Area 51-Anspielung, was ist das denn für ein Quatsch? Die Sternschnuppen von eben sind vielleicht... sind tatsächlich feindliche Außerirdische! Bei unserer Sternschnuppen-Ära, wir müssen sie finden! Sternschnuppen-General, habe ein sehr verdächtiges Objekt ausgemacht. Dieses Grün ist so leuchtend, dass es in den Augen brennt. Habe das auch überprüft, aber das ist rot, nicht grün. Sofort mit bloßem Auge überprüfen und Bericht. Oho, das ist doch Mario aus dem Pilzkönigreich. Bestätige Sichtung von Luigi. Sergeant, umgehend Autogramme anfordern. So.
Was? Die schöne Stimme von Prinzessin Peach gestohlen? Diese Stimme muss unbedingt gerettet werden. Vielleicht können wir euch dabei ein wenig helfen? Nun wählen wir euch in die Paaraktion der Sternschnuppenbrüder ein. Mario, Luigi, jetzt gibt es ein spezielles Sondertraining zum Thema Paaraktion. Bereit für das Sondertraining? Na klar! Um besonders hoch zu springen, hüpft Luigi zunächst auf Mario. Dann kann ein hoher Sprung ausgeführt werden. Wähle zuerst über den Touchscreen oder mit Hilfe von L oder R den hohen Sprung aus. Der erste Sprung erfolgt dann durch Drücken von B. Drücke zum gemeinsamen Sprung noch einmal B. Damit kann man höher springen als allein. Doppelt springt besser. Erklärung wiederholen? Nee, bin ja nicht doof. Also Luigi, spring mit dem hohen Sprung auf den Felsen rechts. So, wähle hoher Sprung, drücke dann B, um die Aktion auszuführen. Ja, gut gemacht. Mit dem hohen Sprung schaffst du es auch auf höhere Stufen. Als nächstes zeige ich dir eine andere Art von Sprung. Wähle einfach über den Touchscreen oder mit Hilfe vom L oder R den Wirbelsprung aus. Drücke A, um zu springen. So kann Mario auf Luigis Schultern springen. Wenn du nun erneut A drückst, wirbelt ihr beide zusammen für eine Weile durch die Luft. Verwende das Schiebepad, um dich in der Luft zu bewegen. Mit dem Wirbelsprung könnt ihr auch breite Täler und Gräben mit einem Sprung überqueren. Also Mario, spring mit dem Wirbelsprung auf den Felsen auf der rechten Seite. Okay, willst du den Wirbelsprung, kannst du bitte von A die Aktion ausführen. Und das war doof. Das ging daneben, versuch's nochmal. Moment, so jetzt aber. Ah, geht doch. Ja, bravo. Eine Aktion, die beide Brüder gemeinsam ausführen, nennt man Paaraktion. Sie wird auch auf dem Touchscreen ausgewählt und kann damit A und B durchgeführt werden. Merkt euch das gut. Übrigens gibt es eine ganze Reihe Aktionen, die sich nur in brüderlicher Einheit bewältigen lassen. Sondertraining Ende. Information wiederholen? Nö. Dann zeigt mir mal, was ihr im Sondertraining gelernt habt. Benutzt den hohen Sprung und den Wirbelsprung, um zu der Flagge da oben zu kommen. Ach, ist das schön. Jetzt haben wir endlich können wir höher springen. Eine sehr wichtige Aktion. Der Wirbelsprung natürlich genauso wichtig. Da muss man das nur immer öfters mal umschalten. Oh, noch ein Pilz. So, und wieder Wirbelsprung. Und geschafft. Tatsächlich, Mario, Luigi, ihr seid zwei besondere Brüder. Den hohen Sprung und den Wirbelsprung beherrscht ihr nun perfekt. Mario, Luigi, wir wünschen euch viel Glück für euer Abenteuer. Stillgestanden! Also, wenn ich ehrlich bin, ich frage mich bis heute, ob diese Typen richtige Toads sind oder irgendwelche Spinner in Verkleidung. Ich habe keine Ahnung. Aber ist mir eigentlich auch relativ egal. So, wir brauchen auf jeden Fall noch viel mehr Geld. Ich habe gerade mal 34 Münzen. Ah, das ist ja viel zu wenig. Das ist viel zu wenig. Da müssen wir noch ein bisschen kämpfen. Ah, jetzt sind wenigstens schon mehrere Gegner da. Da kriegt Luigi auf jeden Fall ein Level up, wenn ich das geschafft habe. Und tschüss. Oh, na klar, da wird mit Kugelwillis geschossen. Seid ihr verrückt? So, und jetzt natürlich noch hier die Willi-Kanone Level 3. Die hat natürlich eine ziemlich hohe Verteidigung, obwohl... Immer schön ausweichen oder einfach draufspringen, da gibt es sogar ein bisschen Geld. Wie viel hält denn so eine blöde Kanone aus? Ah, also geht doch. Vier Münzen, sehr gut. Ups. Und die zweite kriege ich auf jeden Fall auch noch down. Ich glaube, bei Luigi werde ich jetzt auch den Angriff erhöhen. Beim Bonus dann. Weil der kriegt jetzt auf jeden Fall Level up, weil
Es hat ja nur ein winziges bisschen gefehlt. So, und wir haben es geschafft. Ja, Erfahrung plus 10. Das kannst du sehen lassen. 17 Münzen. Allein durch den Kampf, das ist gut. 51 Münzen. Und Luigi. Level up, Level 3. Sehr gut. Also, Angriff. Plus 3. Oh, ist okay. Let's go. Wunderbar. Ja. Okay, das kann ich hier auch immer schon sehen, welche Art Sprung wir ausgerüstet haben. Ups. Herr Jumper. So, Nuss. Es gibt, ja, für den gibt es jetzt auch auf die Nuss. Ich weiß, ist anfangs nicht gerade sehr spannend, aber das muss leider sein. Erstens, weil wir das Geld brauchen und zweitens, weil, wie gesagt, in so einem Spiel sollte man halt wirklich leveln. Ich gebe auch zu, dass das eigentlich so ziemlich der ausschlaggebendste Grund war, warum ich die damaligen Let's Plays von Dream Team Brothers und dann auch noch von Paper Jam Brothers abgebrochen habe. Weil ich einfach chronisch unterlevelt war und die Gegner, die haben einfach so mega viel ausgehalten und es hat ewig gedauert, die zu besiegen oder sie waren sogar zu stark und dann hatte ich dann irgendwann keinen Bock mehr auf die Spiele. Aber vielleicht gebe ich den beiden Teilen dann irgendwann nochmal eine Chance, weil ich habe die bis heute nicht durchgespielt privat. Dream Team Brothers nicht und Paper Jam Brothers auch nicht. Das tut mir dann schon irgendwie leid. Weil das ist immer so ein Problem bei so einem Blind Let's Play. Da hier habe ich den Vorteil, dass ich das Spiel schon kenne vom Original, vom Game Boy Advance. Aber wenn es komplett blind ist, ist es halt immer schwierig, das abzuschätzen. So. Jetzt geh nochmal kaputt, du blöde Kanone. Auf den Schrottplatz mit dir. Oh, was ist das? Ein Sirup, okay. Das ist ein großes Geschenk. Oh, 14 Münzen. Sehr schön. Jetzt haben wir schon 65. Nur, wir haben die 100 bald zusammen. Und hier oben haben wir ja auch noch ein bisschen was. Ah, Sirup und Geld. Ja, gut, gut, gut. Jump, 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 jump. So, kein unsichtbarer Block. Weiß gar nicht, gab es in dem Spiel unsichtbare Blöcke? Ich glaube schon. Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob es in dem Spiel unsichtbare Blöcke gibt, aber die gibt es eigentlich in den meisten Mario Games. So, der Gegner dachte wohl, er kann sich hier hinten verstecken, aber das kann er nicht. So, wieder zwei Kanonen, so ein Fliegmut. Wie kann man so heißen? Fliegmut. Und dann auch noch so fies am Grinsen, ha? Und tschüss. Ah, da geben wir wenigstens schön viele Münzen. So, und... Na, immer noch nicht. Jetzt geh doch endlich mal kaputt. Das gibt's doch nicht. Mach's kaputt, Luigi. Mach's kaputt. Ja, sehr schön. Und wieder ein Sirup. So, wieder 14 Münzen. 8 Erfahrungspunkte. Aber jetzt haben wir schon nur noch mal 11 Münzen fehlen. Schön. Speichern? Naja, eigentlich jetzt noch nicht. Brauchen wir noch nicht. So, hier kommen wir jetzt auch schön hoch. Jetzt haben wir hier wieder einen Rückweg und was zum... Mario Luigi! Welch ergreifendes Wiedersehen. Wir hatten eben ganz vergessen, euch etwas zu sagen. Wenn man im Gelände eine neue Aktion lernt, verfügt man auch im Kampf über einen neuen Angriff. Paar Aktionen gelernt, dann beherrscht ihr jetzt auch neue Techniken im Kampf. Wollen doch mal sehen, wie ihr im Kampf damit zurechtkommt. Oh yeah! Kommandoblock hinzugefügt. Zuallererst musst du Paar-Attacke auswählen. Den Kampftipps wurde ein neues Kapitel hinzugefügt. Und da können wir jetzt auch endlich Paar-Attacken nutzen. Im Moment können wir allerdings nur die Platschbrüder. Okay, da haben wir sogar Schwierigkeit normal und leicht. Allerdings
Ihr seht, wenn ich auf leicht gehe, verbraucht das mehr Brüderpunkte. Ich lasse es mal auf normal. So, da unten steht sogar schön, was man machen muss. Einfach drücke A, bevor Mario auf Luigi trifft. Drücke B, wenn Mario wieder abgesprungen ist und sich direkt über Luigi befindet. Drücke A, sobald die beiden Brüder in den Gegner krachen und erziele mit dem richtigen Timing ein Exzellent. Ja, das sollte eigentlich machbar sein. Yeah, das war geil. Und dann hat es sofort zerlegt. Und das machen wir natürlich jetzt nochmal. Allerdings, wenn ich mit Luigi das mache, sind es die Hops-Brüder. Drücke B, bevor Luigi auf Mario springt und dann A, sobald die beiden sich über den Gegner befinden. Bei der Landung musst du im richtigen Moment B drücken, um ein Exzellent zu erzielen. Okay. Alles klar. Yes, das hat gesessen. Fleißige Paar-Attacken-Einsätze lohnt sich. Jetzt springen verbesserte Plus-Versionen dieser Angriffe für dich heraus. Setz im Kampf also öfter mal Paar-Attacken ein. Oh, und wir füllen deine BP wieder auf, die du im Training verbraucht hast. Also, nicht vergessen, neu gelernte Geländeaktionen kann man auch in Kampf einsetzen. Jetzt aber wirklich, Mario Luigi, wir wünschen euch viel Erfolg bei euren Abenteuern. Stillgestanden! Ach ja, ich finde die zwei irgendwie witzig, aber ich weiß gar nicht, wie die heißen. Die können ja nicht Sergeant und General oder so heißen, die würden wahrscheinlich irgendwelche eigenen Namen haben, aber ich kenne die halt nicht. Die Namen von denen. So, Moment, wenn wir jetzt schon mal hier oben sind, ups. Achso. Ah ne, das geht auf einer anderen Seite, ne, oder? Ja, das ist nur für da drüben und... Na Moment, wir haben ja immer noch nichts, oder? Wir haben... Nee, 11 Münzen fehlen noch. Na komm. Du gibst mir jetzt das Geld. Ich bin jung und brauch das Geld. Also, rück rüber die Münzen. Könnten wir bei denen, oder... Warte mal. Na, mach mal gleich nochmal. Hier, Paar-Attacke. Er hat ja auch gerade gesagt, je öfter ich das einsetze, das springt dann immer eine Plus-Version für mich raus. Ich weiß gar nicht, ob das im Organ auch so war. Ich glaube aber nicht, oder? Gab es da Plus-Versionen von irgendwelchen Brüder-Attacken? Die sind da, glaube ich, einfach stärker, oder? Egal, Platschbrüder. Also bei normal hilft wenigstens eigentlich auch die... Scheiße. Da hilft gerade die Scheiße, ne? Da hilft die Farbe. Also, warte, ich mache das jetzt doch mal auf leicht. Ich glaube, dann ist das sogar in Zeitlupe, oder? Ich glaube, das ist dann langsamer. Naja. Die Angriffskraft ist dieselbe, aber es kostet halt mehr Brüderpunkte, das auf leicht zu benutzen. So, nochmal Paar-Attacke. Platschbrüder. Also ich finde das echt schön und wir lernen ja später noch viele weitere neue, coole und noch viel, viel stärkere Brüder-Attacken. Zack. Und gerade diese Brüderattacken sind eigentlich dann bei den meisten Bosskämpfen später der Schlüssel zum Sieg, weil wir damit ja viel, viel mehr Schaden anrichten. Und nochmal Platschbrüder, bitte. Let's go. Und zack. Und weißt du schon, jetzt nochmal die Hopsbrüder, bitte. Yes, gewonnen. Und das hat genug Geld gegeben. Wir haben die 100 Münzen überschritten und Mario noch ein Level-Up gemacht. Level 4. So. Ja, ich erhöhe mal die BP. Die brauchen wir, wie gesagt, auch relativ häufig dann. Und je mehr, desto besser. So, plus 4. Jawohl. So muss das. Oh yeah. Wie gesagt, Bart und Geschwindigkeit ist nicht so wichtig. Also Geschwindigkeit natürlich, klar... Da kommt es dann darauf an, wer zuerst angreifen darf, wir oder der Gegner. Oder Mario vor Luigi oder umgekehrt. Was auch immer. Aber die Bartpunkte, glaube ich, waren ja nur, dass man in irgendwelchen Shops später dann Prozente bekommt beim Einkaufen. Ich glaube, irgendwie so war das doch. Aber das ist im Moment jetzt auch nicht so wichtig. So, ja. Ups, oh ne. Ein bisschen extra Geld kann ja auch nicht schaden, weil ich glaube, die... 100 Bodenteile, die wir da jetzt gleich abliefern, die werden uns, glaube ich, auch wirklich abgezogen. Die sind dann weg. So, jetzt will ich noch gucken.
Bing! So, was ist denn hier? Ach so, ach das... Das ist wieder als... Nee, Rückblick gedacht? Nee, eigentlich nicht. Merkwürdig. Machen wir wenigstens noch ein Kämpfchen und dann muss ich sowieso schon den Part beenden. Bowser gehen wir dann im nächsten Part retten. Ja! Hier schon plus 5 jetzt hier schon beim Angriff und noch ein Pilz. Ah, Luigi macht aber weniger Schaden. Na ja klar, Mario hat Angriff 21, Luigi nur 17. Ich glaube, bei Luigi werde ich nochmal den Angriff erhöhen beim nächsten Level Up. Will ich jetzt mal sagen, ne? Ne, zurück. Paar-Attacke. Was? Platschbruder. Achso, ich habe nur 2. Ich bin auch doof. Habe ich gerade gar nicht gesehen. Na, dann normaler Sprung. So schnell können die BP weg sein. Luigi hat aber auch nur mehr einen. Ne? Dann geht im Moment nichts mehr mit Bruder-Attacken. Was soll's? Müsste ich mir erstmal wieder irgendwie auffüllen. Aber da kann ich ja dann Items aus dem Menü benutzen. Während des Kampfes geht es natürlich auch, aber was ist eigentlich Ihr Assistent? Was macht der? Jetzt habe ich hier gerade irgendwie Assistent ein, links unten im, beim Touchscreen. Jetzt habe ich das mal an. Was, so, was heißt das? Keine Ahnung, mache ich wieder aus. Das ist irgendwie. Keine Ahnung, was das soll. Vielleicht hilft das irgendwie beim Angriff. Das wurde mir ja gar nicht erklärt, was der Assistent macht. So, und. Luigi? Ja! Ich wollte nämlich, dass Luigi auch noch ein Level-Up macht. Level 4. So. Also bei Luigi erhöhe ich nochmal den Angriff um 3. Let's go. Sweet. So muss das. Herr Jump. So, da sind wir jetzt wieder. Also Leute, im nächsten Part befreien wir dann Bowser endlich aus seiner misslichen Lage. Der ist schon total am Ausrasten. Hoffentlich muss ich in dem Spiel auch nicht wieder zu viel ausrasten. Ich werde mich bemühen. Aber wie gesagt, es gibt später noch Stellen im Spiel, vor allem auch Minispiele, die teilweise echt schwer waren im Original. Ich weiß nicht, ob die die hier im Remake entschärft haben, ob die etwas einfacher geworden sind oder ob die genauso schwer sind wie damals, das weiß ich ja nicht. Aber das werde ich ja dann alles sehen, wenn es soweit ist. Und ihr werdet auch sehen, wenn es soweit ist, wann der nächste Part wieder kommt. Bei Mario und Luigi Superstar Saga plus Bowser's Schergen. Aber wie gesagt, dieses Bowser's Schergen, das zeige ich irgendwann ganz am Ende des Let's Plays. Vielleicht mal so Bonus-Part-mäßig, aber mir geht's in erster Linie um das eigentliche Hauptabenteuer. Also bis dann, tschüss!